figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they find me. Yeah. Could you really be in this town? In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir für euch, und zwar Silent Hill 2. Eigentlich ist es gar nicht mein Genre, nicht weil ich nicht auf Gruselsachen stehe, Until Dawn habe ich auch Let's Played und so weiter, aber es ist etwa so wie Resident Evil, die normalen Teile, wo man halt auch teilweise Rätsel hat. Und ich hasse Rätsel. Hier konnte man sie zum Glück ein bisschen vereinfachen. Bin ich sehr froh drum. Außerdem kommt diese Folge ab morgen ab 18 Uhr und nicht so wie heute ab 14 Uhr, ab 16 Uhr. Weil ich wollte das als Anlass bringen,
euch wegen Cyberpunk zu informieren, dass nur noch die Folge 2 ein bisschen Rohklar drin hat und eigentlich ab da praktisch ohne Wenn und Aber alles clean läuft. Klar, einzelne Stellen sind ein bisschen ruckelig, aber jo. Und wir werden auch sehr viel experimentieren, also wenn ihr auf einem normalen Cyberpunk-Run steht, dann werde ich euch wahrscheinlich das nicht geben können. Wenn ihr aber auf experimentelle Sachen steht und einfach mal zu sehen, was denn alles so hinter verschlossenen Türen steht, dann seid ihr herzlich eingeladen bei meinem Cyberpunk-Run. Denn da werden für mich auch definitiv vieles neu. Naja, da wird auch vieles für mich neu sein, weil ich habe es zuallererst mal nicht mal durchgespielt beim ersten Mal. Zum zweiten werde ich die Entscheidung und so ja teilweise auch anders treffen. Und was noch viel geiler ist, eben durch Mods am PC habe ich halt die Möglichkeit, hinter eben verschlossene Türen zu sneaken. Und da werden wir auch Sachen sehen, die eigentlich von den Entwicklern wahrscheinlich geplant war mal, aber halt einfach dann, ja, wie Altballast einfach nur zugemauert haben, wo wir normale Spieler teilweise echt nicht rankommen, eben außer man spielt am PC mit Mods. Andernfalls kommt man an diese Geschichten gar nicht ran. Und so habe ich auch in den paar Folgen, die ich schon aufgenommen habe, auch schon Items gefunden. Auch wenn es nur vielleicht Komponenten waren. Aber es war interessant zu sehen, dass teilweise wirklich noch sowas zu sehen ist. Denn, ja, wie gesagt, wäre eigentlich nicht mal begehbar. Ja, so ein Raum, wo dann trotzdem noch Loot liegt. Und ja. Wird auf jeden Fall eine interessante Story. Gesammelte Karte von Salt Vale. Wir sind hier. Dort oben ist der Friedhof. Nathan Ave, Ranch von Silent Hill. White's Rats. Aha. Das ist schon mal gut. Ja. Das finde ich ja gut. Da kann man sich drehen. Ah, mit L1 rennt man. Das ist ja dumm. Ich hoffe, das kann man noch anders belegen. Aber ansonsten. Man hat unendlich Ausdauer. Das ist schon mal wundervoll. Müssen wir jetzt da lang? Wir gehen hier mal gucken. Denn ich habe Silent Hill 1 vor Jahren mal geschaut und glaube ich Teil 2 auch noch. Ich glaube, es gibt zwei Teile und danach nie wieder. Ich habe es also nur noch schemenhaft im Kopf, um was es genau geht. Ist für mich wieder so interessanter, als wenn ich mir jetzt noch so einen Trailer oder was auch immer angeguckt hätte oder eine Zusammenfassung. Was dann im Endeffekt nur bedeuten würde, dass ich mir die Spannung raube. An der Stelle. Weil ich bin jetzt 33 und damals, als ich das gesehen habe, ja, ihr wisst ungefähr selbst, wie alt die Filme waren, wo sie rauskamen. Und ich glaube, es gibt ja sogar noch ein Silent Hill 1 als Spiel, ne? Könnt ihr mal erzählen, ob der erste Teil an diesen Teil anknüpft? Beispielsweise,
ob der zweite Teil an den ersten Teil anknüpft, so rum. Ah, Speicherpunkt. Ja, das war ich. Spiel sieht auf jeden Fall schon mal nice aus. Ja, klar. Warte mal. Können wir die Lautstärke ein bisschen... Ich habe nur ein bisschen runtergedreht, ne? Nicht, dass es uns die... die Ohren wegschallert. Excuse me. I'm sorry. I was just... Komm, wir stellen mal ganz hoch. Ich will mal gucken, ob es uns die Ohren wegfetzt oder ob es normal laut ist. Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. This, this town, there's something wrong with it. And it's not just the fog, either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here. But I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Alles klar. Sind wir auf der richtigen Spur? Yes. Einfach aufdrücken. So läuft der Hase nämlich. Seine Ausdauer will ich mal haben. So lange zu joggen, permanent. Weil, ist zwar ein kurzer Weg, aber ihr müsst es mal gucken. Von oben bis nach ganz unten bin ich gejoggt und jetzt bin ich hier in der Range von Silent Hill.
Ja. Du, die düstere Musik macht mir nichts. Da muss schon mehr kommen. Zu. Ich bin in die Stadt gefahren, um das Fenster reparieren zu lassen. Der Zweitschlüssel liegt in der Schublade. Hello? Anyone in here? Jetzt kommen eh die Basics zuerst, ne? Nice. Muss ich auch nicht lange suchen danach. Das ist sehr schön. Wird einfach rausgeholt und finish. Die Musik zieht an irgendwie. Hey, der Nebel stresst mehr, als dass er Angst macht. Das hier ist unlogisch. Als ob er da nicht rüber klettern könnte. Mit X. Sorry. Kaufe ich dem nicht ab. Wenn es jetzt so ein 150 Kiloman wäre, ja, dann okay. Aber der Junge ist sportlich, wie man sieht. Okay, erreiche Silent Hill. Bin ich jetzt richtig? Ja, ich gehe mal zuerst in die Gassen. Einfach schon wegen Collectibles.
Digga. Kann ich da nicht einfach die Faust reinschallern? Also hier komme ich nochmal zurück, sage ich euch, wie es ist. Denn ich denke, hier kannst du Sachen kaputt schlagen. Und Loot rausholen. Ich habe mir auch noch kein Let's Play legit dazu angesehen. Ich habe mir einen Trailer dazu angesehen, ja. Aber mehr auch nicht. Also gut, lesen wir mal. Cassandra, ein Kunde war heute hier und hat einen rot-weiß gemischten Strauß bestellt. Ich habe ihm gesagt, dass das Unglück bringt, aber er konnte sich einfach nicht für eine Sorte entscheiden. Er wirkte ein bisschen abwesend, hat mich angeschaut, als ob ich gar nicht da wäre. Dann ist er einfach gegangen und hat gesagt, dass er die Blumen später abholen kommt. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, weil ich bis dahin vielleicht schon weg bin. Okay. Sieht mir nach Fußspuren aus mit Blut. Ah, von da komme ich. Hey, passiert hier gar nichts zurzeit. Ja gut, das kennen wir ja schon von The Last of Us oder so. Geht's noch leiser, Bro? Was zum Fick? Ja, umso mehr. Also umso mehr wir in Ecken laufen, umso besser, ne? Wir haben übrigens das Spiel auf normal. Nur mal so am Rande, Freunde. Ich habe nur die Rätsel auf leichter gestellt. Ja, mehr als hm kommt nicht, ne? Und jetzt geht's hier lang. Komplett alles abgeriegelt, ey. Und wie hier in das Häusle rein? Oder in das Gebäude hier. Auch nicht. Ah, nur dort, wo angeschrieben ist, also Kaffee Extras oder was ist. Wie ist das? Kaffee Texas, gut. Aha. Oh nee, unsere erste Begegnung mit so einem Ding.
Du bist jetzt nicht so ein Trottel und rennst der Ollen hinterher. Du bist nicht so ein Wahnsinniger, oder? Wobei, ich sag mal nix. Hä? Wenn ich das gesehen hätte, ich hätte die Beine in die Hand genommen. Na? Also for real. Und wäre nie wieder in diese Situation geraten, ich sag's euch. Weit weg davon wäre ich gerannt. Und er geht hier mitten durch. Er ist einfach wahnsinnig, der Boy. Gib mir eine Waffe. Dann fühle ich mich auch so cool wie der Boy ohne Waffe. Digga, ich würde rennen. Aber in die gegengesetzte Richtung. Und dann ruft er noch Hello. Digga, erschieß dich. Wie dumm muss man sein? Ja, und jetzt krieg ich noch nach. Ja, das finde ich schön. Trotzdem. Ey, du bist wahnsinnig, Bro. Aber hey, wer würde es nicht tun? Und was war das? Schon nur das hätte mich wieder sowas von abgeschreckt und würde mich zum Gehen zwingen. Da kann man speichern. Das finde ich ja mal sehr schnieke. Wow. Ja, brauche ich den jetzt? Nein. Ist komplett lost. Zum Glück gehst du auch weg, weil sonst... ja, hallo, gib mir Karte. Aha. Und es ist schön, wie sie mir gar keinen anderen Weg lassen. Das Radio, so viel weiß ich auch schon, hat eine wichtige Rolle. No. Das hätte er nicht vorher machen können.
Verpiss dich. Ja, hast du. Ah ja, ist kein Mensch. Interessante Feststellung, Bro. Was ist denn das? Noch ein bisschen Spritze reinjagen für den ganz geilen Kick. Okay. Das Ding werde ich aber nicht nehmen, Bro. Erst wenn ich muss. Where are you, Mary? Sehr schön. Geht es auch hier? Okay. So. Jetzt geht's hier wieder zurück. Aha. Digga, ich bin bewaffnet. Seither bist du nur noch Luft für mich, du Arsch. So, aber hier machen wir mal Break. Ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn es denn wieder heißt Silent Hill 2, wo wir die zweite Folge angehen. Tödle. Figure it out. I'll make it look like a movie.